Sei du selbst die Verwandlung. Nimm die Welt in die Hand. Nimm die Welt in die Hand. Umwelt, Digitalisierung und die anderen Einflüsse. Unsere Welt verändert sich schnell. Also müssen wir etwas tun. Dazu braucht unsere Gesellschaft Menschen mit unternehmerischen Fähigkeiten, die sich an Veränderungen anpassen und diese auch mitgestalten können. Hier reden wir mit solchen Menschen aus den Gruppen der Entrepreneure, der Intrapreneure und der Initiativpreneure. Werde auch du unternehmerisch aktiv und gestalte mit. Fangen wir direkt an. Welcher Gruppe würden Sie sich zuordnen? Den Entrepreneuren, den Intrapreneuren oder den Initiativpreneuren? Also dann würde ich mich den Intrapreneuren zuordnen. Ja, wie war Ihr schulischer Werdegang? Ja, also du musst mich auf jeden Fall ein bisschen bremsen, wenn ich zu weit aushole, ja. Aber ich habe erstmal am Sebastian-Münster-Gymnasium in Ingelheim Abitur gemacht und habe aber auch mich in meiner Schulzeit schon viel mit Unternehmertum beschäftigt. Das liegt einfach daran, dass meine Familie auch einen Handwerksbetrieb hat und auch immer schon unternehmerisch tätig war. Und ich wirklich dann mit 16 Jahren schon in der Firma meines Vaters stand und an Weihnachten Waschmaschinen verkauft habe. Und mir hat das immer total viel Spaß gemacht. Ich war zum Beispiel auch im Weltladen schon aktiv, auch als Kind, und habe dort immer mit Unternehmertum irgendwie zu tun gehabt. Wenn man von zu Hause geprägt ist, dann ist es, glaube ich, relativ klar, dass man dann vielleicht auch sich für Unternehmerisches auch interessiert. Und ich habe dann, wie gesagt, Abitur gemacht, habe mich dann für ein Studium entschieden und war zwischenzeitlich noch ein bisschen im Ausland. Ich finde zum Beispiel auch gerade eine Auslandserfahrung ist auch im Hinblick auf Unternehmertum eine ganz wichtige Erfahrung, weil man ist eigenverantwortlich für sich selbst. Ich war in Australien, das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, das ist eigentlich eher am anderen Ende der Welt. Und habe dann dort eben auch die Reise geplant, hatte auch ein Budget, ich war 6 Monate dort, musste wirklich im Monat dann auch mit einem gewissen Betrag auskommen. Und du kannst dir vorstellen, man ist in einem anderen Land, ich war gerade 18 Jahre alt. Also das ist für mich auch irgendwie eine unternehmerische Erfahrung gewesen. Und ich musste mich dann auch sozusagen im Ausland dann zum Beispiel auch für meine weitere Karriere entscheiden. Also mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium, und ich habe mich dann eben auch für ein Studium entschieden und habe dann eben meinen Bachelor gemacht und bin danach richtig ins Berufsleben eingestiegen. Aber ich muss auch sagen, ich habe zwischenzeitlich auch immer in der Firma meines Vaters mich engagiert und habe zum Beispiel auch so verschiedene Jobs gemacht, die man halt als Studentin so macht, um auch das Studium zu finanzieren. Und da hat mich einfach das Unternehmerische auch immer geprägt, weil wenn man halt weiß, man verdient noch nicht richtig Geld, das Studium hat hohe Ausgaben, man will auch in Urlaub fahren oder sich Handys oder Klamotten leisten, dann muss man halt natürlich auch immer gucken, wie kommt man mit dem Budget hin, was man im Monat hat. Und ja, so war das bei mir so ein bisschen. Und dann bin ich halt eben zum Beruf gekommen. Sie waren ja nicht immer da, wo Sie jetzt sind. Wie ging es denn dann weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe dann überlegt, auf was habe ich Lust. Ich wollte immer das machen, was mir einfach viel Leidenschaft und Freude bereitet. Und ich habe dann gedacht, naja, irgendwie mit Unternehmertum und Wirtschaft finde ich gut. Ich habe aber zum Beispiel auch Politikwissenschaften studiert und fand eben auch den politischen Rahmen sehr interessant. Und dann habe ich glücklicherweise den für mich sehr perfekten Arbeitgeber gefunden. Ich bin nämlich zur Industrie- und Handelskammer gekommen und habe dort meine Interessen verknüpft miteinander. Also unternehmerisch agieren, für die Wirtschaft agieren, aber auch die Politik im Blick zu haben. Und da war die IHK für mich einfach der perfekte Berufseinstieg. Ein Volltreffer. Kann man so sagen. Was ist eigentlich die IHK und wie trägt sie zum Unternehmerdasein bei? Ja, die Industrie- und Handelskammer, viele von euch kennen es vielleicht, wenn überhaupt, im Zusammenhang mit der Ausbildung. Wir sind halt eben zuständig für die duale Berufsausbildung in Deutschland. Wir sprechen immer so von 3 Säulen der IHK-Arbeit. Zum einen sind wir eben für die Unternehmen da, also wir sind Dienstleister für die Wirtschaft. Das heißt, wir haben zum Beispiel Serviceangebote, wir beraten Unternehmen, junge Gründerinnen und Gründer bei dem Weg in die Selbstständigkeit. Wir haben verschiedene Dienstleistungen, die wir den Unternehmen anbieten, zum Beispiel eine Steuerberatung, eine Rechtsberatung, alles, was im unternehmerischen Kontext einfach relevant ist. Dafür sind wir Ansprechpartner. Auf der zweiten Seite, jetzt kommt wieder die Politik ins Spiel, beraten wir die Politik zu wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Also das heißt, wir versuchen, dass die Politik entsprechend die Rahmenbedingungen so stellt, dass sie für Gründerinnen und Gründer, Startups und Unternehmen gut sind. Und die dritte Säule, das ist die Säule der hoheitlichen Aufgaben. Das sind Aufgaben, die wir als Industrie- und Handelskammer vom Staat übertragen bekommen
Und das ist beispielsweise die Abwicklung der dualen Ausbildung. Was genau hat die Industrie- und Handelskammer für junge Unternehmer zu bieten? Das ist eine sehr gute Frage. Das bezieht sich so ein bisschen auf das, was ich gesagt habe mit den Dienstleistungen und den Serviceangeboten, die wir für junge Unternehmen oder generell auch für Unternehmen oder Gründerinnen und Gründer und Startups anbieten. Wir haben einen sehr großen Katalog, so kannst du dir das vorstellen, oder wie so eine Speisekarte im Restaurant. Und der Gründer kann sich dann halt eben aussuchen, was davon er nutzen oder in Anführungszeichen bestellen möchte. Also wir beraten zum Beispiel schon bei der Geschäftsidee, wir geben Anleitungen, wie man eine Idee unternehmerisch umsetzt. Wir arbeiten in einem sehr großen Netzwerk mit vielen Partnern zusammen. Also wenn zum Beispiel der Gründer sagt, er hat irgendwie betriebswirtschaftliche Fragen oder rechtliche Fragen oder steuerliche Fragen oder zum Beispiel auch Fragen zur Unternehmensführung, dann versuchen wir halt eben in allen Belangen zu helfen. Wir machen Veranstaltungen zum Beispiel, wir geben aber auch direkte Beratung in dem Sinne ab und wir profitieren einfach von einem großen Pool, kann man sagen, aus verschiedenen Partnern, sodass der Gründer möglichst schnell zum Erfolg kommt, also quasi von der ersten Geschäftsidee, die er hat, bis hin, dass dann daraus wirklich ein echtes Unternehmen wird. Ja, das klingt sehr spannend. Und wie war das das allererste Mal, als Sie Verantwortung übernommen haben und unternehmerisch aktiv waren? Also ich habe ja schon gesagt, dass ich in meinem Leben immer mal wieder mit unternehmerischer Verantwortung auch zu tun hatte, gerade wenn man zum Beispiel jetzt in dem familiären Betrieb zu Hause irgendwie mithilft und dann halt zum Beispiel auch Produkte verkauft oder Aufträge annimmt, dann ist man sich schon immer dessen bewusst, dass man eine große Verantwortung übernimmt. Aber ich glaube, wenn man das erfolgreich schon mal geschafft hat, dann macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und so war das bei mir bei der IHK auch, dass ich das erste Mal, als ich dann wirklich in unternehmerischer Verantwortung war, wo ich beispielsweise über Budgets verfügt habe, wo ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, wo ich auch Personalgespräche führen musste, das war für mich schon auf jeden Fall eine Aufgabe, die ich mit Respekt und auch mit Demut angegangen bin, aber die mich immer weitergebracht hat und ich glaube auch die IHK ein Stück weit weitergebracht hat. Und wenn man damit Erfolg hat, dann macht es auch wirklich Spaß, die Verantwortung zu übernehmen und einfach, wie ihr es ja auch immer sagt, die Welt und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Ja, vielen Dank. Das war's auch schon mit dem Interview und ich verabschiede Sie und euch auch. Ihr wollt das nächste Interview nicht verpassen? Dann denkt dran, um die Welt in Hand zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Gerne könnt ihr auch ein Like da lassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.